Dieses Video ist für Weichwürste nicht geeignet. Dieses Video ist nicht für Menschen mit schwachem Gemüt. Ja, Freunde, was soll ich jetzt sagen? Genießt nicht ein schwaches Herz. Dieses Video ist nicht für Menschen mit schwachem Gemüt. Ja gut, komm, rein da. Alles klar, in den Pool oder was? Der andere hat angegeben, dass er einfach nur noch auf diesen Radfahrer geachtet hat. Er haut ihn doch jetzt weg, oder? Komm. Ja. Ah, klar. Ah. Nicht schön. Ich sehe jetzt schon, das wird eine richtig gute Folge. Kevin, wir machen 94 Spezial. Cobra 11, das ist mein Leben. Was war das? Was hat er da verloren? War das? Irgendwie Kühlergrill, Stoßstange, irgendwas. Ja, irgendwie sowas, ne? Ich weiß nicht. Ich mach mal Video ein bisschen lauter. Ich glaube, da verliert einfach irgendwas von seiner Stoßstange. Guck mal. Ne, ein Tier. Jetzt weiß ich ja, warum das Video, aber gut, wir haben ja schon fast die Hälfte geschafft. Bambi, Bambi. Ach nee, hast du begriffen, oder? Ich habe auch mal so einen von der Kreuzung geknallt. Zum Glück saß ich in einem Mitsubishi Pajero. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, aber das ist so ein richtig großer Jeep mit einem Bullenfänger vorne dran, also mit solchen Edelstahlrohren so. Der hat auch keine Tür mehr aufgekriegt. Nein. Ich weiß auch nicht, warum der fährt. Mami Verleihung fährt dieses Jahr aus. Kommt gerade Spröse auf. Warum gucke ich denn solche Videos? Das ist auch nichts für meine Nerven. Mann, ey. Autsch. Man fragt sich, wieso? Wieso fährt die da erst los? Ja. Und warum guckt die nicht, oder was? Aber der Hammer kommt erst noch. Sie hat ihn angezeigt und wollte ihm die Schuld geben. Hat natürlich nicht geklappt. Also, was in den Köpfen mancher Leute vorgeht. Schön mit 60. Übrigens, ich will keine Schleichwerbung machen, aber ich glaube, die Tests von VW mit den Seitenairbags gehen bis zu locker 60 km/h. Da kommen alle richtig gut raus aus der Karre. Ja, ist so, ey. Gemüter beruhigen. Gleich ein Katzenvideo. Danke, das ist eine gute Idee. Ja, LKW haben auch links einen toten Winkel. Normalerweise ist der aber so klein, wenn man den Spiegel halbwegs richtig eingestellt hat und dann noch den Kopf so ein bisschen bewegt, dann dürfte man nach links eigentlich immer alles... Nein. Am Blinklicht einschalten, Unfallstelle absichern. Ach, Freunde! Scheiße. Ja, wirklich scheiße. Also, ich bin immer paranoia, dass hinten einer draufballert. Ja, Spiegel und so, ist klar. Schon, ich habe auch gedacht, der LKW fährt weiter, sonst bin ich so aus. Kurva. Schon was geschwitzt hier, ey. Ja, was guckt der jetzt andere Seite? Ja, sorry. Das ist richtig. Nicht gesehen, hä? Finde ich ja gut, ne? Hier hast du meine Visitenkarte, falls du mal einen Zeugen brauchst, ruf an. Ich glaube, der hat das von Autohändler und ihm die Karre abkaufen. Das war noch nie im Leben Zeuge. Ja, Corona Chuck. Falls es ein Zeuge war, sehr gut. So, was habe ich euch mal erzählt? Nie länger als unbedingt nötig rechts neben einem LKW-Fahrer aus. Nein, nicht machen. Warum? Weil wegen toter Winkel und so. Ja, hier. Ja. Boah, da ist dir aber schlecht in der Karre, ne? Guck
Guck mal, wie er den rumgeschossen hat, ey. Von rechts nach links. Was ist denn das für eine Folge, Freunde? Habe ich mal erzählt, nie länger als unbedingt nötig rechts neben einem LKW-Fahrer ausfahren. Warum? Ja, hier. Aber der Typ fährt auch noch weiter, statt dass er auf der Bremse bleibt. Der hätte ja da, also als ihm das passiert ist, eigentlich eine Vollbremsung machen müssen. Aber er fährt ja weiter. Also der Typ in dem Auto, da hält sich auch ein bisschen falsch, weil als er da weggeschoben wird, hätte er jetzt bremsen müssen und dann wäre das Auto da stehen geblieben. Aber der gibt Gas, guck mal, was er macht. Und jetzt gibt er Gas. Und fährt nochmal zur anderen Seite, wo will er hin? Das waren zwei Autos. Schock. Ja, vielleicht, aber Schock solltest du ja auch. Der rechte ist nach links geschleudert und der rechte nach links. Ist das so? Neben einem LKW-Fahrer ausfahren. Warum? Ja, hier. Also ich sehe nur ihn jetzt und jetzt kickt er praktisch ihn ja hinten weg und dann dreht er ihn rein. So. Und dadurch, dass er jetzt darüber schießt, müsste er ja jetzt auf der Bremse bleiben. So. Das macht er aber nicht. So. Sondern der gibt, glaube ich, Gas. Der Transporter trifft auch noch ins Schwarze, ja. Der rechte steht links am Rand. Ja, aber einer von denen gibt jetzt richtig Kette. Ach, krass. Tja, der tote Winkel beim LKW. Ich hab's schon ein paar Mal gesagt. Jeden Tag passiert so ein Unfall. Automatikpanikgas. Es gibt viele Leute, die sagen, es gibt keinen toten Winkel beim LKW, wenn die Spiegel richtig eingestellt sind. Ja, aber sind denn bei jedem LKW die Spiegel richtig eingestellt? Man sitzt mal vor, mal zurück, mal hoch, mal unten. Nee, Leute. In einer perfekten Welt würde das wohl so sein. In einer perfekten Welt wird es aber auch keine Unfälle geben. Also Leute, willkommen in der Realität. Die sind aber alle ganz gut aus der Sache rausgekommen, nur leichte Prellungen. Ja, guck. Bam. Und dann kickt er ihn hinten weg. Boom. Er hat da auch nochmal drauf. Scheiße. Kein Ton, schade. Gibt der wohl mit Absicht Gas, ja, kann sein. Oh. Was für Schulterblick, Junge. Direkt nach dem Unfall hat der BMW-Fahrer behauptet, unsere Kamera wäre ihm reingefahren. Naja, ja, als die Polizei kam, hat er das Gleiche behauptet. Der Polizist hat dann aber die Dashcam gesehen und unsere Kamera hatte da schon überhaupt nicht mehr dran gedacht. Naja, und dann haben sie sich vor Ort das Video angeguckt und dann hat der andere das nicht mehr behauptet. Ach so. 45.000 Euro Schaden bei der Kamera und Totalschaden bei dem Weißen. Totalschaden bei dem Weißen, ja klar, weil wahrscheinlich Achsen und Airbags. Dieser Radfahrer hier links hat einen Helm auf und das ist auch gut so. Denn oh nein, hast du diese Videos, wo die Fahrradfahrer über die Motorhaube fliegen? Gleich wird ihm mit dem Hinterrad über den Kopf gefahren. Nein. Guck mal, er macht Stoppie noch. Och, das kann doch keiner, das kann sich doch keiner mit ansehen. Alter, du Scheiße. Esel und sein Frauchen arbeiten beide im Rettungsdienst und waren auf dem Weg zu einem Lehrgang und hatten deswegen ihre große Sanitasche mit. Ja, dass diese Übung natürlich sofort mit so einem Praxistest anfängt, das haben die auch nicht geahnt. Also haben sie sich gekümmert. Der Helm war gebrochen, der Kopf aber heile und die haben eine Halskrause umgehängt und die meinten, naja, das wird's wohl auch gewesen sein. Bisschen. Ach, crazy. Ach, ist das krass. Halsschmerzen wieder gehabt haben. Aber ansonsten macht er einen guten Eindruck, haben aber nie wieder was von dem Fahrradfahrer gehört. Boah, der hätte auf jeden Fall mal 16 Packungen Schokolade kaufen können. Ich gucke einfach nicht hin. Ist es vorbei? Okay. Gut. Helm hilft viel, habe ich nicht gedacht. Naja. Guck mal, da, einer zieht doch bestimmt wieder rein. Da ist eh Stau. Nein. Ich mag das nicht. Das sind wie viele von diesen Unfällen, die ich schon gesehen habe. Da.
Ihr müsst ja die Kreuzung frei halten. Das ist ja auch gut so. Aber dann zieht doch nicht rein. Das kann doch nicht funktionieren. Oh, 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 oh. Scheiße. Ach, Kacke. Du Scheiße. Aber der Scheibenwischer geht noch. Ist so, das ist schlimmer. Der Fahrer aus dem dunklen Wagen möchte jetzt nach hinten an seine kleine Tochter ran. Ja. Die schreit da wohl wie am Spieß. Ja, würde ich auch. Aber zum Glück war es nur der Schock, es ist da keinem was passiert. Die Autos heutzutage sind echt gut. Ja, ist so. Aber das ist doof. Vielleicht hätte der VW aber auch den anderen wegboxen sollen. Also hier durch, wisst ihr? Da rein und dann bam. Ich bin wirklich kurz vor dem Herzinfarkt. Das fliegt so mein schwaches Kolibri-Herz. Ich liege gleich erstmal eine Runde schwimmen. Oh. Was ist das für eine Folge? Folge 94. Und auch wenn ich mich jetzt wieder unbeliebt mache, weil ich Sachen sage, die man eigentlich nicht muss. Bro, er fährt barfuß. Man darf tatsächlich barfuß fahren. Barfuß Auto fahren. Ja. Aber guck es dir doch bitte mal an. Du bist doch mit so einer nackten Sohle unmöglich in der Lage, nur schön durch die Scherben gelaufen. Richtig gut. Vollbremsung zu machen. Wenn morgen 8 Uhr kein Stream ist, wisst ihr warum? Annika übernimmt. Ich wollte unbedingt die Cobra 11 Folge gucken, weiß ich nicht, wollte ich das unbedingt? Also einer hat geschrieben, Folge 94, dass das hier die Cobra 11 Folge ist, weiß ich doch nicht. Das Auto sah auch nicht so aus, als hätte das wer weiß wie stark gebremst. Wenn du mich fragst, nicht. Wenn nicht. Du beruflich Auto fährst oder auch LKW-Fahrer, da ist festes Schuhwerk vorgeschrieben und keine Flipflops, richtig feste Schuhe. Und wenn ich dann sehe, dass die Leute ihr kleines Kind hinten drin haben und barfuß Auto fahren, da fehlt mir das Verständnis für. Stimmt nicht vermeidbar gewesen, aber er hätte mit Sicherheit schwächer ausfallen können, wenn er richtig mit einem schönen Schuh da volle Pulle auf dieses Pedal trampelt. Hat er aber nicht gemacht, der Kumpel. Der hat das mit Sicherheit nicht mal hundertprozentig richtig erwischt. Ach. Also, braucht mir keiner erzählen. So, viel Spaß mit den Kommentaren. Boah, immer dieses Geklatsche. Ach. I like, danke, geiles Video. Freunde, ich mag Hundewelpen-Videos. Ja, ich auch.